Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Hearthstone. Die Arena geht natürlich weiter. Wir haben beim letzten Mal tatsächlich gewonnen. Ich war selbst etwas überrascht. Dementsprechend hoffe ich mal, dass das hier heute auch nochmal erfolgreich läuft. Zwei Siege jetzt in der Arena, zwei Niederlagen. Jaina gegen Gul'dan. Hexenmeister. Alles klar. Ihr habt es so gewollt. Okay, den Arkanriesen, den nehmen wir natürlich nicht, der ist zu teuer. Den brauchen wir auch noch nicht. Ja, der Murloc ist nett. Mhm. Gut. Gar nicht so viel Günstiges auf der Hand, außer der Steinhöhenverteidiger. Weil der ist ganz cool. Ich mag den mittlerweile. Hallo. Ihr seid zum Anreisen. Aha, entfernt die oberste Karte eures Decks. Das ist ja interessant. Also, ach Mist. Verdammt, ich dachte seins. Ha, von unserem Deck. Naja, egal, was haben wir verloren? Ach naja. Kann mit leben. So, weg damit. Ich würde so gern gewinnen. Ja, schon wieder. Boah, das war unsere Heilung. Oh, ja, komm. Gnom Feratu. Wollte schon sagen, sieht so ein bisschen vampirisch aus. Ja, was haben wir denn jetzt hier? Wir haben einmal das Schaf, aber ob sich das dafür schon lohnt, ich glaube nicht. Ist noch nicht so geil jetzt hier, ne? Spielen jetzt mal den. Mich interessiert mal, ob er den Diener weghaut. Oder ob er ins Gesicht geht oder was auch immer macht. Nach, komm. Lebensentzug, ey. Lebensentzug ist auch so eine neue Eigenschaft. Die haben wir übrigens gerade wieder gesehen. Das, warum auch immer der Kartenname nicht richtig dasteht. Ja, die mit Ritter des Frostthrones dazugekommen ist. An sich nicht schlecht, ne? Man macht Schaden und wird genau für den Schaden geheilt. Ach Mann, ey. Das ist jetzt hier aber irgendwie nicht so cool. Wir könnten natürlich... Ja, komm. Wir spielen jetzt hier unseren Herr der Arena. Wir müssen so ein bisschen schauen, dass wir nicht die ganze Zeit auf die Mappe bekommen. Na? Ich frage mich, ob... Na los. Ich meine, die würden alle draufgehen, ne? Aber der macht wahrscheinlich irgendwas anderes. Fügt allen Dienern einen Schaden zu, okay. Kreiert einen eigenen Zauber, wenn euer Deck... Moment, eine Karte, was? Das ist immer so schnell weg. Wenn euer Deck keine Karte mehrfach enthält. Aha. Hat er jetzt irgendwas kreiert? Oder nicht? Ach, Mann. Er wird wenigstens irgendwas zu liegen haben. Da kann er nochmal drauf gehen. Das kommt dann nicht so richtig in die Gänge hier, die Runde. Also, habe ich echt das Gefühl, das ist noch ein bisschen langsam. Was glaubst du so? Das Opfer für ein Schaf. Eindeutig.
Ich meine, ich hatte ja gerade noch einen Mana übrig. Ich habe den jetzt nicht ausgespielt, weil ich irgendwie dachte, okay, den macht er eh nur kaputt. Ihr seid ja nicht, nicht, dass jetzt hier einer denkt, ich habe das übersehen. Ach, das ist ja wieder der. Oh, mit dem plus 3. Oh, shit. Oh je. So, 2 Schaden für alle anderen. Oh Mann. Moment, jetzt muss ich kurz nachdenken. Das ist nicht so geil jetzt. Ist halt auch die Frage, ob das hier mehr Sinn macht. Ob wir vielleicht... Ach komm, vielleicht kriegen wir einen Feuerstoß. Ah, fügt 1-2 Schaden zu. Und das ist ja auch wieder auf unserer Seite. Oh Mann. Das ist jetzt nicht so geil. Echt nicht. Dann machen wir den jetzt kaputt. Das war ein Griff ins Klo. Gib mir den Bogenlichtschraubenschlüssel. Ja. Wo geflutscht wird. Oh, nee. Wie ungeil. Die haben alle zu viele Lebenspunkte. Alle. Das sieht nicht gut aus. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Fügt 1-2 Schaden zu, ja. Das hilft ja auch nicht. Na gut, er hat wenigstens 8 Lebenspunkte. Bin dafür, dass er die beiden jetzt einfach opfert. Komm, mach doch mal. Rallye, los, mach. Nein, oh verdammt, das war Pech. Die Eule. Schade. Das ist ja krass, die Karte habe ich ja noch nie gesehen. Das ging jetzt flott. Oha. Mist. Oh, aber wir haben noch eine Kartenpackung bekommen. Das ist aber freundlich. Können wir gleich mal reingucken, würde ich sagen. Erstmal schauen wir hier nach. Was haben wir denn jetzt bekommen? Aber immerhin 2 Siege in der Arena-Runde. Eine Kartenpackung, 40 Gold. Habe ich auch schon wieder ein bisschen Gold angespart, das ist gar nicht so schlecht. Dann gucken wir mal rein. Ich finde ja, die sehen wieder richtig cool aus, die Kartenpackungen hier von der neuen Erweiterung. Episch. Episch. Okay, was haben wir denn hier? Frostklon. Okay. Ja, das ist gar nicht so schlecht. Ich muss meinen Magier sowieso mal überarbeiten. Bam. Oh, oh. Oha. Eine legendäre Karte. Oh mein Gott. Paladin, Gottesschild, erhält plus 2 Angriff, nachdem ein befreundeter Diener Gottesschild verloren hat. Bolvar Feuerblut. Okay, ja geil. Endlich mal wieder eine legendäre Karte. Ich hatte ewig keine und dann hier noch in so einer Gratispackung. Sehr cool. Na, das ist doch schön. Ich muss demnächst wirklich mal Kartendecks überarbeiten. Auch mal ein paar schöne Karten einbauen. Gut, ihr Lieben. Dann sind wir aber jetzt trotzdem durch mit dieser Arena-Runde. Hat ja nur viele, viele Wochen gedauert, es tut mir wirklich leid. Wenn ich das nächste Mal eine Arena-Runde spielen sollte oder irgendwas, dann ziehe ich das schneller durch. Ich verspreche es. Gut, ihr Lieben, dann macht euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!